Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Mad Games Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Freizockt, Mad Games Tycoon 2 in der Staffel 4. Wir probieren es wieder, denn es kamen noch neue Features hinzu und ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe immer noch keine richtige Taktik für Legendär, aber vielleicht finden wir sie ja. Ich habe eine Idee. So, wir machen ein neues Spiel. Fry Games können wir uns nennen. Als Logo nehmen wir. Was nehmen wir als Logo? Das Games-Logo. Wir sitzen in Deutschland und die Spezialfähigkeit soll sein Geschicklichkeit. Wir spielen auf Legendär. Mal gucken, wie lang es diesmal geht. Wir starten im Jahr 1976. Wir spielen auf langsam und die Arbeitsgeschwindigkeit soll nicht angepasst werden. Als Karte haben wir immer noch das Gewerbegebiet A als einziges und Anzahl der Konkurrenten nehmen wir 80, weil wir sind mittlerweile 80 Konkurrenten. So, Nick Frey soll sein ein Star-Designer, soll unerschöpflich sein und keine Pause machen, soll fehlerfrei sein bei seiner Programmierung und soll eine Führungskraft sein. Ich glaube, das war's, was ich haben wollte. Was passiert eigentlich bei Retro-Spielen? Einfallsreich, höhere Gameplay-Punkte. Ja, also das ist deshalb so gut, weil... wie soll ich das am besten erklären? Hier kriegen alle einen Bonus, wo er Teamleiter ist. Teamleiter ist er, weil er ein Star-Designer ist. Star-Designer ist er, weil wir Game Design als Main-Part nehmen. Und Programmierung praktisch bei 50 Schluss ist. Es gibt keinen super Programmierer, wie ich normalerweise gemacht habe, sondern wir gehen voll aufs Game Design, weil dann entsteht ein Hype. Ja? Ein Hype ist immer gut, genau wie keine Bugs. Das heißt, Hypes und keine Bugs sind eigentlich genau das, was man haben will. Körperlich nehmen wir wieder unsere sportliche Pizza-Figur als Haare. Nehmen wir die Augen. Machen wir die Brille. Hautfarbe. Ja, so ein bisschen schon. Ich meine, das ist wirklich Keller. Naja, meine Lampe, die hat so einen leichten... Also, wenn das Licht an ist, sehe ich so aus. Sagen wir es so. So, die Haarfarbe. Die soll blond sein. Und ich glaube, das ist das Blondeste, was wir kriegen können. Wobei das eher an Orange erinnert. Ich meine, hier ist noch sowas, was ein bisschen blond wirkt. Das könnte aber auch hellbraun sein. Ja, ich würde schon sagen, dass das blond ist. Oder wir machen mal eine neue Haarfarbe. Weil in die Richtung geht es bei mir langsam. Die Haarfarbe der Zukunft ist grau. So, Oberteil machen wir natürlich orange. Das Unterteil machen wir... Blau, weiß, schwarz, blau. Und die Krawatte machen wir wieder weiß. Wir wollen eine positivere Stimmung ausstrahlen. So, dann würde ich sagen, wir akzeptieren und gehen rein ins Spiel. Tutorials brauchen wir nicht. Und dann sage ich hier herzlich willkommen zur nächsten Runde Mad Games Tycoon. Also was wir machen ist wie immer das Auto verkaufen. Und wir müssen mal ein paar Büros aufbauen. Das sind die Startbüros, die brauchen wir sowieso immer, weil ohne Entwicklerteam geht nichts.
Wobei wir platzmäßig wirklich sehr beschränkt sind. So. Macht das zu, das interessiert mich nicht. Wir bauen erstmal Räume. So, dann laden wir einen Forschungsraum hier nebendran mit Tür hier rein. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist die alte Bauweise. Erstmal einen Raum anlegen, dann einrichten. Gefällt mir ehrlich gesagt auch besser. Das hier finde ich sowieso total krass. Steil, cool. So. Weg damit. Dann machen wir hier ein WC hin. So, und dann fangen wir mal an, den ganzen Blödsinn hier auszustatten. So, ich habe ein bisschen Platz hinten gelassen, das ist wichtig für die Heizung. Wir machen hier gegenüber jeweils ein Waschbecken. Dazwischen packen wir ohne Snapping einen Händetrockner und an Ausgang noch einen Mülleimer. So, wir packen eine Heizung hier hinten an die Wand. Dieser Raum etwas geheizt ist. Ansonsten haben wir hier leider keinen Platz mehr für eine Heizung. Ja. Hier geht wirklich gar nichts, ne? So, wir hängen einen Medizinschrank über die Heizung. Kriegen wir hier wenigstens eine Uhr hin. Ganz knapp auf die Ecke kriegen wir eine Uhr. So, und jetzt kommt das ekligste überhaupt. Nämlich, wir machen einen Teppich in die Toilettenkabine. Nein, wir lassen's. Wir machen keinen Teppich in die Toilettenkabine. Nein, machen wir nicht. Ist das eklig, einen Teppich in die Toilettenkabine zu machen? Pfui, git. Lassen wir weg. So, wir machen aber Teppiche hier in dieses Büro, in dieses Büro und in diesen Aufenthaltsraum. So, des Weiteren machen wir das einfach viel besser. Das mache ich ab jetzt wieder immer so. So, machen wir Heizkörper in die Räume. Dann machen wir Uhren in die Räume. Dann machen wir Medizinschränke in die Räume. Ach. Warum habe ich das nicht von Anfang an immer so gemacht? Viel einfacher. So. Und dann kommen die Arbeitsplätze. 1, 2. Bin gerade noch am Überlegen. Wenn ich das hier ein bisschen dichter zusammen mache, müsste es doch rein theoretisch funktionieren. Überfüllung ab 4. Bedeutet 4 sind überfüllt oder bedeutet 4 gehen gerade noch rein und 5 ist too much? Das ist die große Frage, die sich mir jedes Mal stellt. Warum geht das nicht? Wegen der Tür da oben geht das nicht. Schade. Ja, ist egal. So, wir richten die Forschung ein. Machen wir genauso, obwohl das platzmäßig sogar möglich wäre. Exakt gegenüber. Also wir kriegen mehr Leute in die Forschung, theoretisch. Machen wir aber nicht. Wir bleiben diesem Konzept treu. So, das weg.
Dann richten wir noch schnell den Aufenthaltsraum ein. Da brauchen wir vor allem Dartautomaten, dass sie ihren Frust rauswerfen können. 1, 2, 3 Stück. Plus ein Keyboard. Können sie auch ein bisschen Frust rauslassen. So. War alles sehr, sehr teuer. Sollte hoffentlich reichen. Ach so, was wir noch brauchen, ist im Flur. Nicht vergessen, dass wir im Flur auch noch Dinge brauchen. Ja, komm, wir machen den Sputnik von Anfang an, dann haben wir es hinter uns. So, einmal Sputnik zum Putzen für dieses Gebäude. Am Eingang. Nein! Dass er nicht macht, was ich will, verstehe ich nicht. Ja, wo ist er denn jetzt? Hallo? Da. So, dann haben wir das. Und jetzt nehmen wir ihn. Pflanzen den hier rein und lassen ihn gerade mal ein bisschen Aufträge machen. So, wir lassen das Ganze ziemlich schnell laufen. Machen schon mal hier die Mitarbeitereinstellungen. Wir wollen einige Pausen genehmigen. Geringen Druck aufbauen. Ab 65% die Motivation aufladen zulassen. Wir machen keine Crunch Time. Was heißt Mitarbeiter von der KI steuern lassen? Das verstehe ich nie. Müsste ich auch mal testen. So, haben wir noch weitere Aufträge hier? Auftragsarbeiten? Nope. Dann kannst du mal hier rüber gehen und kannst mal schnell den Controller Support erforschen. Finden wir auf dem Arbeitsmarkt zufällig noch? Nein, finden wir nicht. Einen Grafiker würden wir finden auf dem Arbeitsmarkt. Den stellen wir mal ein. Packen den mal hier hin, beziehungsweise aktuell könnt ihr sogar hier ein bisschen unterstützen, dass es schneller geht. So, dann machen wir das nächste Gameplay-Feature. Das, was sie alle haben. Ein guter Forscher wäre mir lieber, aber es gibt gerade keinen. Spieletester, jede Menge Spieletester und alle viel zu teuer. Warum habe ich diesen tollen Cursor? Jetzt ist er wieder weg. So, ganz toll. Lokale Highscores können wir auch direkt nachmachen. Ja, die ersten Kosten gehen schon ab und wir haben keine Einnahmen, das ist gar nicht gut. So, dann wollen wir hier unten unter Sonstiges erforschen. Die Werkstatt. Oh Gott, das geht ja direkt in die Schulden. Können wir nicht. Können wir gerade nicht. So, Adventure, Denkspiel, Rennspiel. Welches Genre haben wir denn schon? Oh, wir starten mit Geschicklichkeit. Das ist aber nice. Habe ich auch schon anders gehabt. So, dann können wir hier doch in die Vollen gehen und ich habe nicht genug Geld. Seit wann interessiert das den, ob ich Geld habe? Ich habe nicht genug Geld mit dem Darlehen, was ich kriege. Das ist das Problem. Ja gut, dann sollten wir dran arbeiten, dass wir Geld beikriegen. Auftragsarbeiten.
Die können sie mal schnell machen und wir gucken mal unterm Arbeitsmarkt nach, ob es hier einen Programmierer gibt, der einigermaßen was taugt. Er ist untalentiert, also langsamer, hat eine Immunschwäche, er kostet aber nur 1000. Und wir haben einen Wissenschaftler. Das ist eine sehr gute Kombi, die stellen wir ein. So, und der Programmierer, der geht mit ins Programmiererteam. So, das heißt, wir haben hier einen, der Forschung machen kann, wenn Forschung da ist. Und wir haben hier ein komplettes Entwicklerteam. Programmierer, Game Designer, Grafiker. Wir haben keinen für den Sound. Das ist ein bisschen schade, aber mein Gott, man kann halt nicht alles haben. So, Auftragsarbeit, gibt's noch was? Nö, gibt's nichts. Dann ab zurück, Spiel entwickeln, neues Spiel. Wir müssen irgendwas entwickeln mit Geschicklichkeit. Das Einzige, was wir haben, Roboter, Pferde, Cyberpunk. Wir versuchen Pferde und nennen das Ganze Horses. Wir haben noch keine Engine. Wir machen es für die Plattform. Die ist relativ günstig. Wir machen alles weg, bis auf die deutsche Sprache. Wir stellen ein, was wir schon wissen, aus zig Durchgängen, dass das hier die Einstellung ist für Geschicklichkeitsspiele. Ich sollte mir die Liste wieder aufrufen mit meinen Prozenten. Was ich aus der Erinnerung glaube ich auch noch weiß, Geschicklichkeitsspiele waren 717, oder? Waren das Geschicklichkeitsspiele oder waren das 808? Nee, ich glaube, es war 717. Aber mehr weiß ich aus dem Kopf wirklich nicht mehr. Wir können jetzt hier oben noch versuchen, irgendwie. Machen wir aber nicht. So, wir packen alles rein, was geht. Ja, ich bin gerade am Überlegen wegen den Sprachen. Da macht jetzt die Kuh auch nicht fett. Ob 41 oder 40.000, also das macht doch schon einen Unterschied. Wieso macht das so einen großen Unterschied? Ja, doch, passt. Und hin. Ja, wir machen alle Sprachen rein. Dann haben wir auch gleich einen richtigen Markt. So, let's go, ihr könnt entwickeln. So, jetzt ist die große Frage. Entwicklung fortsetzen, um die Bugs rauszukriegen, müsste normalerweise funktionieren. So, gibt es hier irgendwas Tolles zu erforschen? Nee, im Moment nicht. Und 0. So, die Entwicklung wollen wir abschließen. 40-60% schaffen wir. Wir suchen uns einen Publisher. Wir kriegen einen 2-Sterne-Publisher. Das ist sehr gut. Bisschen mehr Marktstärke, wenn auch nicht viel. Und dann hoffen wir, ja, dass da schon ein bisschen was geht umsatzmäßig. Updates verkneifen wir uns gerade mal. Das können wir mal schnell entwickeln. Der kann gucken, ob es was Neues gibt. Wir machen wirklich nur die nötigsten Dinge. So, alles Geschicklichkeitsspiele. Das ist hervorragend. 5%, 20%. Die können wir theoretisch, können wir die alle machen. So, hier oben kriegen wir 48.000. Auf geht's. Hauptthema
Roboter. Super Bang Buster ist ein Roboter. Geschissen drauf. So, Zielgruppe, Geschick. Waren da nochmal Zielgruppe? Teenager, Erwachsene, alle. Wir machen mal Teenager. Wir tasten uns ran an die Prozente. Alles weg. Nur das. Die Einstellungen hier übernehmen wir von hier. Designkonzept kopieren. Alles gut. So, schwierig, schwierig. Wir kriegen 48.000, wir brauchen 20%. Wir werden 18.000 plus. Das brauche ich auf jeden Fall. Das können wir eventuell weglassen. Wir probieren es. 20% ist das Ziel. Ja, könnt ihr mal an seinen Arbeitsplatz gehen? Unglaublich. Ist unglaublich. Wir wollen die Entwicklung fortsetzen, aufgrund der Tatsache, dass wir 20 Bugs drin haben. Die müssen erst weg. Wir haben eh noch 33 Wochen Zeit. Ja, sind vom Sound enttäuscht. Wir haben halt keinen Musiker im Team. Ja, jetzt komm, mach mal die Bugs weg. Wie kann das sein, dass beim Bug entfernen ein Bug dazukommt? Wollt ihr mich verarschen oder was? Auf wie jetzt, Freunde. Dauert viel zu lang. Die kosten mich wieder Nerven hier, die Jungs und Mädels. So, Entwicklung abschließen. Wir kommen auf 30-50%. Ziel erreicht. Wir haben 34.000 ausgegeben. 48.000 kriegen wir. Wir geben das Spiel ab. Pony liebt uns. Vorzüglich. Wir kriegen 17.000 plus. Danke und tschüss. Auftragsarbeit. Jede Menge Auftragsarbeit. Da können sie die mal schnell runterfeiern. So, was sagt die Bank, was wir an Geld kriegen würden? Reicht nicht. Wir brauchen mehr. Mehr Asche. Den da füttern wir durch hier. Es gibt einfach nichts zu erforschen. Okay. Wir können vielleicht bei den Themen gucken. Geschicklichkeitsspiel. Da kommt Angeln gut. Und dann noch Sommerloch. Wir brauchen hier ein Sommerloch. Kein Mensch braucht ein Sommerloch. So, das können wir auch noch schnell runterfeiern. Ah, es gab noch eins. Okay, noch ein Auftrag. Jetzt sind wir aber durch, dann gucken wir Auftragsarbeiten, Auftragsspiele. Was wird am besten bezahlt? Ich brauche auch 20%. Zahlen aber nur 23.000, dann machen wir Verlust. Wenn wir so produzieren wie gerade eben, machen wir Verlust. Ist egal, wir starten rein. Wir probieren mal Erwachsene aus. Und wir nehmen mal Cyberpunk. Tricks und Tracks können durchaus im Cyberpunk-Universum leben. Alles weg, bis auf Deutsch. Alles kopieren. Alles kopieren wie beim Vorgänger. Mit einem Unterschied. Sie hätten sich besseres Level-Design gewünscht.
Nehmen wir einen Dapfel weg. Story. So, wir packen hier die lokalen Highscores und die Tastatur rein auf Controller Support. Nein, Moment, geht ja gar nicht. Das ist, glaube ich, ein Controller sogar. Alter, wir legen drauf. Es funktioniert nicht. Ich muss die Highscores auch noch weglassen, dann kann ich gerade so kosteneffizient arbeiten, ey. Ich hoffe, wir kommen auf 20% mit dem Spiel, sonst haben wir ein echtes Problem. Nein, wir gehen auf keine Messe, können wir uns nicht leisten. Mit der 11 Bucks drin, ey, nix da. 10 bis 30%, wir brauchen 20, Entwicklung fortsetzen. Mach doch mal die Bugs raus. Alter, was entwickelt ihr denn die ganze Zeit da? Und dann verschwindet kein Bug. Bin ja schon froh, dass das überhaupt geht. Ja, es ist okay. Ihr habt mich überzeugt. 2 Bugs weniger. Schon sind wir bei 20 bis 40%. Wir geben das Spiel ab. Es hat 26.000 gekostet. Wir legen drauf. Ganz brutal legen wir drauf. 1500 legen wir drauf. Echt brutal. So, der Auftrag, da legen wir nicht drauf. Ich muss es irgendwie schaffen. Bank. 160.000. So langsam sind wir in dem Bereich. Dass der hier erforschen kann, die Werkstatt. So, wir suchen einen gut bezahlten Auftrag und es gibt keinen. Wir machen aber weniger Verluste, wenn wir das hier nehmen. Angeln will ich nicht verwenden für die. Ich will ja nicht meine besten Sachen an Auftrag verschwenden. So, das hier wollen wir mal übernehmen, Spielkonzept übertragen. Wir machen nur einen Tastatursupport, weil 15% und das ist ein Computer. Glaube ich zumindest. Der braucht Tastatursupport, genau. So, dann kann es losgehen. Dann entwickeln wir das mal schnell runter. Also, wir haben schon gelernt, wir dürfen nicht 10 Bugs haben. Sechs sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir machen die Entwicklung, setzen wir fort. Dann haben wir nur noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Nee. Holla, die Waldfee. Wir geben es ab und hoffen, dass wir 15% schaffen. Ja. Es ist Trash, das interessiert uns nicht. Wir haben die 15%. Wir machen einen leichten Gewinn. Einen klitzekleinen leichten Gewinn. So, wir können mal noch ein... Das ist aber auch so schlecht. Wir entwickeln ein Spiel.
Warum ist Geschicklichkeit eigentlich so mies drauf hier? Denkspiel. Wer braucht denn Denkspiel? 34 Wochen machen wir noch miese Verkäufe damit. Finde ich uncool. So, blub. Wie nennt man das? Fischer. Fisherman. Nennen wir das Ganze. Wir hätten es gerne für die Konsole. Also für den Computer. Wir lassen alle Sprachen drin. Und wir übernehmen das Spielkonzept von dem hier. Um damit Erfahrung zu sammeln. Wir packen alle Features rein, die geeignet sind. Kommen wir auf 35.000. Und hoffen, dass sich das Ganze rechnet. Für uns. Ja, dieses Genre macht uns ja glücklicherweise auch nicht den Markt kaputt. Muss man auch dazu sagen. Geschicklichkeitsspiele können wir so viel machen, wie wir wollen. Bei anderen Spielen sieht es anders aus. Oh oh. Ich glaube, wir kriegen finanziell ein echtes Problem. Äh, 16 Gameplay-Punkte verloren. Wir möchten die Entwicklung gerne fortsetzen, weil uns 15 Bucks ein bisschen viel sind. Könnten wir irgendwie mal noch ein paar Bucks wegmachen? Ja, jetzt geht's besser, wenn beide weg sind. Er allein kriegt das fast besser hin, als wenn der andere Kasper da mitarbeitet. So, 6, 5, 4, 3, mach mal hin jetzt, wird mal fertig. 1 und 0. Wir suchen einen Publisher und wir kriegen einen 3-Sterne-Publisher, das ist sehr schön. Dann nehmen wir doch hier mal Data West. Wir machen 69% und haben die zweite Plattform freigeschaltet. Das ist doch sehr schön. So, ich gehe mal hier rüber und helfe dem. Die können sich mal mit Auftragsarbeiten beschäftigen. Ich hoffe, die kriegen das hin zu zweit. Weil wir müssen die Werkstatt voranbringen. Findest du es hier ungemütlich? Hör mal einfach hier weiter. Was ist dein Problem? Was fehlt dir? Willst du einen Blumenstrauß? Moment. Forschung. Ungemütlich. Wenn ich sowas höre, das ist ein Arbeitsplatz. Ist es gemütlicher jetzt, ja? Fühlst du dich jetzt wohler? Scheinbar. Außer es ging mit 18.000 Verlust vom Markt. Das ist sehr schön. So, du gehst mal wieder hier rüber. Entwicklung. Pflanze. Wir wollen ja nicht, dass er durchdreht. Von wegen... Ja, genau. Macht mal das. Das hilft. Wir müssen mal fertig werden.
So, können wir... Können wir nicht. Wir machen mal ein kostenloses Update. Versuch's billig zu halten. Ich glaube 4000 ist billig. Ich meine, wir verkaufen ganz ordentliche Mengen, von daher... So, wenn wir das irgendwie fixieren könnten, dass das so bleibt. Wir haben jetzt auch Weihnachtsgeschäft. Also wenn wir das irgendwie so... Oh, sehr schick. Genau, Weihnachtsgeschäft plus Update. Viele Fans sind begeistert. Das hören wir gern. Ja, bevor dich da langweilst, komm doch mal hier rüber und helf mal ein bisschen mit. Wenn wir die Werkstatt mal fertig kriegen, dann können wir nämlich wieder aus dem Vollen schöpfen. Pause! So, Werkstatt bauen ist bestimmt nicht billig. Wir gucken mal, was die Bank uns als Geld zur Verfügung stellt. Und dann bauen wir hier mal... eine Werkstatt. Das, was wir brauchen, sind Heizungen. Ohne Heizungen geht nichts in dem Spiel. So, Medizinschrank. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Teppich in die Mitte. Plänzchen an Eingang. Uhr an die Wand. Brauchen wir noch irgendwas? Arbeitsplätze, ne? Je mehr wir reinkriegen, umso besser wäre es für uns. Das Problem, was wir haben, wir sind nah an der Grenze. Sehr nah an der Grenze zur Pleite. So, die hole ich mal hier rüber. Alter, das ist aber auch ein Krampf, diese Leute hier zu verschieben. So, jetzt habe ich es geschafft, irgendwie den Raum zu treffen. Keine neuen Features, keine neuen Features. Dann lassen wir mal die Zeit laufen und verdienen mal ein bisschen Geld. So, die Hausbank gibt uns noch 12 Monate. Gibt es was Neues? Ich sehe nichts Neues. Gibt es auch nichts Neues? Ich mache Pause. Es ist jetzt die große Frage, könnten wir es uns leisten? Horses zu portieren. Würde es Sinn machen, Horses zu portieren?
Solange Fisherman noch nicht im Plus ist, macht es keinen Sinn, Fisherman zu portieren. Wir portieren Houses. Problem ist, dass es für alle ist. Wir können es nicht ändern. Wir haben das Arcade-System noch nicht, das kaufen wir jetzt. Es ist auch teuer, dafür zu entwickeln. Alle Sprachen, okay. So, wir machen Trick 17, um die Anpassungen doch vorzunehmen, auch wenn wir sie eigentlich nicht vornehmen dürften. Das ist ein Bug. Wir usen den. So, das Ding muss noch rein, ansonsten macht es keinen Sinn und wir machen auch noch die lokalen Highscores dabei, um das Spiel zu verbessern. Bin sogar überlegen, ob wir eine Pause-Funktion, aber den machen wir nicht. Die bringt keinen wirklichen Bonus. Und dann jubeln wir für 40.000 das Ding durch und das kriegt auch direkt einen Hype mit. Game Designer geht mal wieder aufs Klo. Macht immer sehr viel Sinn, wenn ein Spiel entwickelt wird und der Chefentwickler ist nicht am Platz. Saut alles ein, beschwert sich, dass es kalt ist und kommt wieder, wenn das Spiel schon fast fertig ist. Das ist einfach schön. So, wir wollen die Entwicklung fortsetzen, weil 20 Bugs ein bisschen heftig sind. Und jetzt geht's los mit Engine Features. Okay, wir hauen das Ding raus. Wir machen Selbstvertrieb. Ist zu wenig. Es ist zu, wir haben zu viele Bugs da drin. Wer macht denn die ganzen Bugs da rein? Muss zusehen, dass wir auf den grünen Pfad kommen. Wir haben 290, das ist absolutes Kreditlimit. Ich zahle das deshalb nicht zurück und nehme einen Kredit dafür auf, weil uns die Zinsen erspart bleiben zurzeit, glaube ich, wenn wir kein Darlehen aufnehmen. Weil die wären der Killer, die will ich nicht. So, da sind wir 9000 im Plus, das ist gut. Alter, jetzt mach das Ding fertig. 4 Bugs, 3 Bugs, auf jetzt. 3 Bugs, 1 Bug. So viel neue Sachen. So, die Entwicklung wollen wir abschließen. Wir wollen selbst vertreiben. Best, 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 best. Ob es funktioniert. Alter, noch nicht mal 50% ist halt echt ein Armutszeugnis. So, Arbeitsmarkt. Ein Techniker unter 1,3. Der ist unbelastbar. Wir haben lauter Techniker, die unbelastbar sind. Hier ist einer, der sich noch leicht verletzt. Die zwei nehmen wir. Einstellen, packen die hier hin und übergeben denen diesen Spielautomaten. Los geht's. Haben wir noch Bugs da drin? Aufgabe, kostenloses Add-on. Horses Port? Nee. Können aber vielleicht noch ein bisschen am Spiel arbeiten. So, die Secrets können wir noch reinpacken. Was will ich gucken? Ich will hier gucken. Alter, wir sind absolut am Limit.
Wir sind absolut am Limit. Wir müssen reagieren. Ja, wir müssen reagieren. Dem Personal kann ich nicht arbeiten. So, wir kriegen 7 Aufträge rein. Das ist einiges an Kohle. Interessiert mich nicht. Ich will nicht pleite gehen. Ich brauche in 9 Monaten brauche ich viel Geld. Checkpoints. Ja, so wichtig. Checkpoints. So, wir entwickeln eine Engine. Wir brauchen eine neue. FG Geschick oder FG. Ne, wir nennen es einfach FG Engine. Ich mag, soweit ich das beurteilen kann, keine 1000 Engines mehr. Die kosten nur ein Schweinegeld für Geschick und Arcade-System wollen wir das erstmal optimieren. Als Verkaufspreis nehmen wir 5000 und wir nehmen 5%. Ich hoffe, wir können uns über die Engine ein bisschen refinanzieren. Also wir würden jetzt schon 305.000 kriegen. Also noch sind wir nicht vom Untergang bedroht. Mann! Irgendein Auftrag, der uns gut bezahlt wird, gibt's auch nicht. Okay, wir porten Fisherman. So, das ist schon besser eingestellt. Wir benutzen dafür unsere Engine. Das macht das Ganze zwar ein bisschen teurer, aber da geben wir einfach mal nichts drauf. Die Einstellung, die wir haben, ich weiß nicht, ob wir... Fisherman, was sagen sie? Hätten sich gewünscht, besseres Level-Design, besseres Missionsdesign. Ich kann hier beim Port aber nichts umstellen. Wir packen mal alles rein, weil ich hoffe, dass das Spiel besser wird. Ich meine, wir müssen irgendwie Geld verdienen. Okay, es ist auch nicht mehr, dass Geschick jetzt schlecht ist, sondern Denkspiel ist jetzt vorne. Und Geschick ist einfach auch da. Sagen wir es mal so. Das kommt uns natürlich entgegen, weil das natürlich jetzt höhere Umsätze bringt. So, wir müssen das weiterentwickeln, um die Bugs rauszumachen. Gott, geht mir das auf den Zeiger. Eine neue Plattform erhältlich auch noch. Wichtig ist, wir machen hiermit echt Plus. Das Spiel hat Potenzial, vor allem wenn es dann auf Konsole kommt.
Also auf so einem Automaten. So, 6. Sechs Bugs sind drin. Alter, die Aufnahme wird zu lang. Ja, also, was wir mit Fisherman machen, ob das jetzt ein Knallerspiel wird oder nicht, wie das Ganze weitergeht, ob wir pleite gehen oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Denn ich bin hier erstmal raus, sagt danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bye bye.